Hallo liebe Freunde, zurück bei Tanzpop Fever hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mike, ich grüße dich, das ist schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Hier schon langsam richtig Verkehr unterwegs an Teams im Bahnhof. In so einem Güterbahnhof hier liegen auch tonnenweise Sachen rum. Wie ihr das schon schön sieht. Vor allem hier Güter, Kunststoff, Werkzeug, Maschinen für Zürich. Hier liegt auch schon ziemlich was rum. Ich weiß noch nicht mal, wo der Zug ist. Dann gleich mal schauen. Aha, der ist auch gerade hier. Der ist da drüben. Ja, und der bläht hier ziemlich was auf. Da ist er nämlich. Der Holzzug steht, glaube ich, auch schon wieder da. Ja. Müssen wir wahrscheinlich etwas mit dem Depot machen. Lass mich mal gucken, das Terminal da drüben. Teilen sich hier nämlich das gleiche Gleis. Dadurch könnten wir da den auf die 5 nehmen. Dann hätten wir, glaube ich, hier ein bisschen Entlastung. Passt so weit. Ja, der bringt wieder 130 Holz. Also Bretter hier hin. Mal gucken, müssen wir den auch noch ausbauen. Jo, geht jetzt einigermaßen. 40 im Lager, Potenzial 267. Aber ich denke, die können wir wahrscheinlich noch mehr fordern. Wie sieht's denn hier geht's aus? Haben wir immer noch die Teile, da sind wir ja noch dran, weil wir hier ja die Strecke soweit eigentlich gebaut haben. Mal gucken, wo sind wir hier stehen geblieben, die haben wir glaube ich sogar fertig gebaut. Ne, da vorne sind wir. Also wir müssen hier noch irgendwie unten durch, mit den 200 km/h Gleisen. Das würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt einfach mal von hier her. Ziehen die mal da lang, wenn ich es finde. Da unten. Hier unten hin. Da sieht man, ja, das klappt hier überhaupt nicht. Irgendwie müssen wir hier wieder unter die Erde kommen, sonst komme ich hier nicht runter. Daher kappen wir das leider nochmals. Das war ein Baum. Den rufe ich jetzt natürlich nicht. Ich möchte hier das Gleis. Wo bist du? Bis Gleis. Irgendwo hier unten müsste das sein. Ja, da vorne ist es. Genau. Und so wird es gehen. Ich würde sagen, wir bauen das gleich. Bevor sich das Spiel das wieder anders entscheidet. Ja, hier muss er auch runterbremsen. Das habe ich das Gefühl, das kriegen wir hier nicht anders hin. Ja, man sieht schon. Kriegen das wirklich nicht anders gebacken hier? Das ist mir doch ein bisschen schade, wenn das hier nicht die 200 km/h macht. Das schon irgendwie so schnell wie, wie möglich haben. Ja, Operation im laufenden Betrieb.
sozusagen. Ja, bis jetzt ein Gleis habe ich hier mal. Was machst du? Ich möchte das hier unten haben. Ja, dann geht's nicht. Also wir müssen hier noch weiter nach unten. Boah. Nee, da müssen wir da hin. Nee. Nee. Echt? Boah. Ja, da kommen wir aber niemals hier drüben hin. Habe ich das Gefühl. Ja, doch, es würde gehen. Wahrscheinlich. Doch, doch, das geht. Wenn wir das hier so hinmachen, müssen wir einfach das nochmals zurückbauen. Dass wir hier dementsprechend den Bogen hinbekommen. Dann wird das schon funktionieren. Ja, so haben wir die 200. Okay. Gut, jetzt müssen wir hier oben wieder die ganze, was wir hier angerichtet haben an Terraforming-Schaden wieder beheben. Vorne haben wir auch noch ein bisschen gewütet. Gut. Dann hoffe ich, das zweite Gleis hat hier auch die 200, das innenliegende. Wollen, dass wir da auch rauskommen. Aha. Ja, eine Kollision. Wo haben wir die? Das ist irgendwie eigenartig. Wir haben hier irgendwo eine Kollision. Das scheint mir irgendwie hier bei der... Ja, beim Tunnel. Okay. Hier beim Tunnel haben wir ein Problem. Das heißt, hier der Straßentunnel müsste nochmals weichen. Das müssten wir noch ein bisschen anders bauen, so wie es aussieht. Nehmen wir das hier aber auch nochmals weg. Dann versuchen wir es. Jetzt funktioniert. Ja, jetzt kommen wir mit dem Gleis. Ja, toll. Bin schon, will ich hier schon zusammen sein. Oh oh. Ja, da habe ich jetzt selbst den Bock gemacht. Nicht aufgepasst. Ja, 2,99. Kriegen wir das nicht besser hin? Dass wir hier auch noch die 200 haben. Mit dem inneren Gleis. Das ist tatsächlich hier irgendwie nicht gut gebaut. Nehmen wir das hier mal mit nach da unten. Ja, wir haben hier auch schon nur die 199. Das passt mir dann doch eben schon nicht. Wenn ich schon sage, ich will hier die 200, dann möchte ich auch schon die 200 haben. Dann würden wir da drüben wieder rauskommen. Jetzt aber nicht ganz so gut. Mal gucken, was wir jetzt hier bekommen. Jetzt haben wir die 200. Ja, jetzt hier wieder nicht zusammen. Jetzt haben wir hier so eine komische Verwerfung.
Spiel, was machst du denn hier? Gut, jetzt ist es in Ordnung. Jetzt müssen wir das hier nochmals beben. Dass wir hier mal mit den Gleisen noch etwas anders da unten durchgehen. Mal gucken. Ne, passt mir nicht. Ja, da müssen wir einen größeren Bogen fahren hier hinten. So wie es aussieht. Jetzt aber den inneren Kreis. Ja, nee, dann haben wir hier wieder so eine Kurve. Kriegen wir das hier nicht enger hin? Muss ich kurz schauen. So würde das gehen, das wäre eigentlich maximal, was wir machen können. 200, 200, 200. Ja, schon wieder hier dieser Bogen. Ist einfach nicht ideal. Wir müssen wahrscheinlich hier ein bisschen anders rausgehen. Das ist jetzt hier eigentlich schade, wir haben hier schon schön die Brücke gebaut. Ja, wir müssen da wahrscheinlich auf direktem Weg verfahren. Wahrscheinlich sogar alles unterirdisch. So wie ich das sehe. Und das werden wir also wohl kaum hinkriegen. Jetzt ist es noch das falsche Gleis. Wir legen das mal hier zusammen. Gut. Wir haben hier halt ein mega langes Tunnel. Ist halt so. Kostet uns halt auch wieder ein Vermögen. Aber dafür ist es 200 km/h schnell. Das heißt, wir können hier relativ schnelle Züge durchs Tunnel durchschicken. Ja, und die Linie nimmt natürlich die schon an. Ist ja klar. Ja, wir haben noch eine Straßenverbindung wieder gekappt. Das wäre da wieder oben gewesen. Das wäre das hier. Ja, da haben wir wirklich eine Kollision, wo wir nicht rein können. Da komme ich auch nicht rein. Ja, das wird jetzt wieder cool, dass wir hier wieder irgendwie rüberkommen. Also es scheint irgendwie überhaupt nicht zu gehen. Ja, schade, müssen wir hier wahrscheinlich noch weiter zurück. So würde es gehen mit einem Bahnübergang. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Ich würde hier schon gerne einen Tunnel haben, wenn das geht. Ja, so würde es gehen. Gut, die Meldung ist auch weg da oben. Ja, jetzt haben wir hier halt vergebens so einen schönen Wald gebaut. Wir dann wieder kappen mussten,
Weil wir die 200 Kamera nicht erreichen konnten. Was da unten jetzt natürlich fehlt, sind die Signale noch. Brauchen wir noch ziemlich dringend wegen den Zügen. Die haben wir hier. Jetzt mal gucken. Wir bräuchten hier vorne mal ein Signal für die Einfahrt in den Bahnhof. Dann Ausfahrt, würde ich sagen, machen wir da oben. So hier. Hier vorne. Machen wir hier gleich nochmals eins. Hier unten. Würde ich sagen, gibt es hier einfach noch im Tunnel unten nochmals zwei. Sollte das eigentlich auch ausreichend sein. Gut, dann können wir die wieder fahren lassen. Jetzt für den Zugersatz würde ich hier sogar die bestehenden dann ersetzen durch Starterkleins, die 160 fahren, weil ich möchte hier schon die Leute mal etwas wegbekommen. Weil man sieht schon, wir Solothurn HB 343 Leute, sogar tendenziell eher mehr. Das ist mir einfach zu viel. Vor allem via Zürich 274. Das können also jetzt auch die Züge nicht mehr von der Kapazität stemmen. Fahrzeugersatz habe ich hier mal eingestellt. Da nehmen wir jetzt einfach den KIS 2 von der OD. Keine Ahnung, was das für ein Zug ist. Können wir uns noch anschauen. Müsste irgendwo hier in der Mitte rum sein. Ja, das Teil wäre natürlich noch die Option. Mit 896 Passagieren. Wert aber nur 130. Den Stadler-Kiss hätten wir auch noch. Der macht aber die 160. Hat aber auch eine Kapazität von 106. Ich habe jetzt hier den hier drin. Das ist ein Stadler-Kiss der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH. 16 Kombinationen. Der Stadler-Kiss, den als Doppeltraktion für 200 Meter. Kann also relativ viel transportieren. Und ich würde sagen, wir setzen den jetzt einfach für mal 25 Millionen. Wir können hier gleich mal zuschauen. Hey, ist das laut hier? Sorry, hat kurz eine Störung. schickes Teil, würde ich mal behaupten. So wie das Teil aussieht. Der ist fast voll. 240 Leute können mitfahren. Die werden aber wahrscheinlich auch benötigen die Kapazität. Und man sieht schon, der geht jetzt schon durchs Tunnel durch, während der andere hier noch außen rumfährt. Jetzt haben wir natürlich hier eine Linie, die wesentlich außen durchgeht. Jetzt könnten wir eigentlich die Linie noch dazu benutzen, dass wir die Linien hier noch trennen. Das heißt, wir könnten die beiden Güterzüge noch auseinandernehmen. Hier vorne zum Beispiel. Dass wir die hier auf das andere Gleis
schwenken lassen. Weil ich glaube, der Zug hier müsste ja bald mal ins Plus kommen. Es wäre, ja, es ist nicht der Kollege hier. Der macht nämlich schon ein bisschen Plus hier. Ich denke, hier oben müssten wir wahrscheinlich auch noch Waren abfordern. Mehr. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, für Zürich funktioniert dieses Teil, glaube ich, nicht. Wenn wir hier mal gucken. Zürich bekommt genau mal 1% von dem ganzen Zeug hier oben ab. Und das finde ich, ja, ist ein bisschen wenig. Was haben wir hier eigentlich? Baumaterial, wohin geht das eigentlich alles? Das geht nur auf Zürich, das Baumaterial. Die Frage ist, woher kommt das Baumaterial? Ja, von hier hinten. Hier produzieren wir ja auch Baumaterial, wie blöde. Ja, ich denke, Baumaterial könnten wir hier noch irgendwie noch drauf bringen. Wie sieht es denn jetzt hier mit dem ganzen Zeugs aus? Ja, Maschinen 1%. Lebensmittel haben sie immer noch nicht. Das ist ja komisch. Die Lebensmittel, die sollten ja von hier. Waren Zürich. Das wäre die Linie hier. Das wären die Waren. Haben wir ja einfach zu wenig LKWs. Das könnte natürlich sein. Hier haben wir nämlich 4 LKWs. Ja. 163 Rate. Aber die düsen ja alle mit Null rum. Das ist irgendwie auch doof. Ja, der bekommt relativ viel an Gütern. Warum das die nicht mehr produzieren, hier keine Ahnung. Irgendwie habe ich hier das Gefühl, man sollte den, na gut, das habe ich schon auf die Säbel gestellt. Es ist komisch, dass die nicht mehr produzieren. Na gut, weil hier keine Bretter vorhanden sind. Bretter fehlen. Können wir hier noch Stahl hinliefern? Stahl haben wir ja eigentlich auch genug. Vielleicht ist das der Tag mit dem Zug das Problem. Ja, wir sind hier total über die Zeit. Ja, es wird wahrscheinlich an dem Zug liegen, habe ich das Gefühl. Der bringt nämlich schon 70 Einheiten hier runter. Der ist jetzt sogar hier vorne. Ja, 8 Minuten. Ja, ich denke, da sollten wir noch einen zweiten Zug rauf setzen. Ah, der ist schon wieder voll hier. Heieiei. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen das Problem mit der Warenfabrik der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr seid natürlich morgen auch wieder mit dabei. Wenn wir dann hier schauen, wie wir die Warenfabrik ans Laufen kriegen. Bis dahin, alles gut und bis dann. Tschüss!